Peter Brandstätter, gelesen im Deko Stadl. Dort, wo der Apfelbaum tatsächlich aus einem Stadl wächst. Das Apfelkind, das nicht fallen wollte. Ein Märchen aus dem Leben für das Leben. Es war einmal ein Baum, ein kleiner Apfelbaum. Er hatte Wurzeln, Rinde, Äste, Zweige und Blätter. Alles, was ein Baum zum Leben brauchte. Der kleine Apfelbaum wuchs und wuchs und einmal im Jahr bekam er ganz prächtige weiße Blüten. Das war die Zeit, die die Menschen Frühling nannten. Seine Blüten kitzelten ihn. Da geschah es manchmal, dass er vor lauter Kichern und Lachen ganz viele Blütenblätter zu Boden purzeln ließ. Es sah dann aus, als stünde er mitten in einem Blütenmeer. Der kleine Apfelbaum liebte alle vier Jahreszeiten. Im Sommer gesellten sich ganz viele andere Bäumchen und Bäume aus fernen Ländern dazu. Die Fläche, auf der er stand, war so etwas wie ein Kindergarten für besondere Geschöpfe. Er hörte, wie die Menschen, denen dieses Stück Land gehörte, immer wieder von Palmen sprachen. Seltsam, diese Palmen, dachte der kleine Baum. Die haben gar keine Blüten. Rinde kann ich auch keine entdecken. Ob sie denn Wurzeln haben, so wie ich? Fragte sich der Apfelbaum. Er versuchte mit allen Möglichkeiten, die eben ein Baum haben konnte, Kontakt aufzunehmen. Aber die anderen verstanden ihn nicht. Da half kein Zittern im Laub, kein Wippen der Zweige und Äste. Nicht mal die Laute des Windes schienen diese Palmen zu verstehen. Im Herbst verfärbten sich dann die Blätter des Baumes. Na klar tun sie das, wussten die Menschen. Na klar fallen die Blätter zu Boden, bemerkten die Kinder. Na klar raschelte das Laub unter den Beinen. Der kleine Apfelbaum schaute den spielenden Kindern begeistert zu. Die Palmen schien das wenig zu beeindrucken. Sie sprachen eine ganz andere Sprache. Wahrscheinlich ist es palmisch, sagte der Apfelbaum zu einem seiner Dauergäste, einer fröhlichen Amsel. Vor lauter Wundern, wie viele Menschen sich so eine Palme nach Hause holten, bemerkte der Baum gar nicht, dass es Winter geworden war. Bald schon zierte wieder eine weiße Pracht die Zweige. Eis- und Schneegestalle. Hey, warum seid ihr so kühl? Fragte der kleine Baum seine Eisblüten. Antwort bekam er keine. Also harrte er geduldig und ab und zu ein bisschen frierend aus, bis wieder der Frühling kam. Einmal war dieser Frühling jedoch ganz besonders. Noch waren ihm diese weißen Blüten, wie er sie im Vorjahr schon spürte, ja vertraut. Aber irgendetwas Merkwürdiges passierte. Die Blüten und Knospen, die zuvor von vielen Bienen und Fliegen besucht wurden, formten sich langsam zu kugelförmigen Gebilden. Was geschieht mit mir? Wunderte sich der kleine Apfelbaum. Die vielen Dinge auf den Zweigen wurden immer größer und größer, bis sich schließlich die Äste des Baumes sogar zu biegen begannen. Au, das tut ja weh, rief der Apfelbaum in die Welt um ihn herum. Natürlich in seiner Sprache, apfelbäumisch. Verstehen konnte sie niemand von den Menschen. Keine von den Palmen, keine von den Bienen und Vögeln. Nur der Wind konnte diese Apfelbaumsprache verstehen. Er sammelte nach einer gewissen Zeitspanne seine Kraft, blies Richtung Äste, Zweige, Blätter und Stängel, bewegte sie mal sanft, mal ziemlich grob. Das hatte schließlich zur Folge, dass sich diese Kugeln vom Ast lösten und mit einem lauten Patsch zu Boden fielen. Da sah der Apfelbaum, mit welcher Begeisterung die Menschen diese Kugeln aßen. Saft daraus pressten oder Kuchen machten.
Wieder andere blieben liegen und wurden von Bienen, Wespen und Ameisen als Nahrung begeistert verzehrt. Welch ein buntes Treiben war da rund um den kleinen Apfelbaum. Halt, da war noch etwas. Ganz oben, ja genau, links oben auf einem der dünnen Äste hing noch so ein kleiner Ball. Los, runter von mir, munterte der kleine Baum die letzte Kugel auf. Ich will nicht, ich will lieber bei dir bleiben, meldete sich der Kleine zurück. Ich bin der letzte Apfel an dir, ich möchte da auch bleiben. Bei dir fühle ich mich wohl. Und du bist mein Papa, der Apfelbaum. Ich bin einer deiner Früchte, dein Apfelkind. Der kleine Apfel war ziemlich aufgeregt. Jetzt weiß ich endlich, wie ihr alle heißt. Ihr seid Äpfel, stellte der kleine Apfelbaum gerührt fest. Und ich bin dein letzter Apfel, rief er seinem Papabaum zu. So ging das eine ganze Weile hin und her. Jedenfalls trennte sich der Apfel nicht vom Ast. Sogar die Kraft des Windes, der ganz zufällig vorbeiwehte, schaffte es nicht, ihm zu einem Patsch zu verhelfen. Der Apfel blieb einfach hängen. Er wollte einfach nicht die andere Welt da unten fallen. Mit der Zeit veränderte er sich aber. Er wurde schwächer und schwächer. Seine gelbrote Farbe verschwand. Bräune machte sich breit. Die feste Konsistenz wich einer sehr weichen. Eine Art Fäule dürfte ihm befallen haben. Das blieb auch dem Apfelbaum nicht verborgen. Wie kann ich dir helfen, Apfelkind? Fragte er nach. Es kam keine Antwort mehr. Am nächsten Morgen fiel das letzte Apfelkind. Nicht begleitet von einem frischen Patsch. Es war vielmehr ein Platsch. Der kleine Apfelbaum war nun sehr traurig. Irgendwie drückte er es mit mehr Rissen in seiner Rinde aus. Obwohl er sein letztes Apfelkind loswerden wollte, hatte er sich doch sehr gewöhnt an ihn. Der kleine Apfelbaum mit einem Apfelkind. Nun war er zum Apfelbaum ohne Apfel geworden. Er schaute umher, ob er sein Apfelkind irgendwo entdecken konnte. All seine Blätter halfen ihm beim Suchen. Ja, da lag das Apfelkind, oder vielmehr, was von ihm übrig geblieben war. Auf einem Stückchen Erde, komplett braun, abgefault. Bist du tot? Fragte der Apfelbaum sein Apfelkind. Es antwortete nicht. Und als kurze Zeit später der Herbst die Blätter des Baumes in Farbspiele verwandelte, vergaß der Baum auch sein letztes Apfelkind. Im nächsten Frühjahr kam ein kleiner Apfelbaumspross aus der kleinen Wiese zum Vorschein und wuchs und wuchs. Der kleine Apfelbaum unterhielt sich mit dem noch kleineren Apfelbaum auf Apfelbäumisch. Einer von meinen Herzen, den Kernen, hat mich ermuntert, aufzugehen, zu wachsen, sprach der Apfelbaum winzling. Da erst bemerkte der Baumpapa, dass er mit seinem Apfelbaumkind sprach. Das freute ihn so sehr, dass er vor lauter Begeisterung wieder sein Blütenkleid anlegte. Aus diesem Blütenkleid gediehen sehr bald wieder viele Äpfel. Das ging so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn nur ein einziges Apfelbaumkind dabei ist, das weder zu Saft noch zu Kuchen oder Mousse gemacht wird, dann kann wieder aus den Herzen, aus den Kernen, ein kleines Baumkind entstehen.